Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin I'm Angry Now und heute spielen wir mal Bobby Playtime. Genau, ein Grusel-Horror-Spiel und schauen wir mal, was uns erwartet. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Naya. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. So geil, die Schuhe. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Poppy Playtime! Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... Mhm. Diese Blume ist unser Ziel. Poppy Playtime. Na dann. Find the flower. We're still here. Everyone thinks the stuff disappeared 10 years ago. We're still here. Okay. Na gut. Na gut. Und los geht's. Ja, das braucht ein Passwort für die Tür, oder? Ja, naja, egal. Schauen wir mal, was gibt's hier. Aha. Ist das ein Stopp? Nein, das ist kein Stopp. Kassette. So. Hi, my name is Leif Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. Man sieht aber nichts, oder? Seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, ich sehe gar nichts. Just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Okay. Alles klar. Es ist noch nicht zu spät. Zum Umdrehen, sagt er. Ganz viele Spielzeuge. Man kann die Kartons kicken. Sehr schön. Und dieser Zug ist das Passwort für die Tür. Grün. Grün, rosa, gelb, rot. Gehen wir. Grün, rosa, gelb, rot.
Grün, grün, rosa, gelb, rot. Wir sind drin. Okay, aha. Oh, eine Kassette. Ein Hinweis. Grab Pack. Ah, die blaue Hand, die wir gesehen haben. Da muss man sie wahrscheinlich nutzen. Man nutzt die blaue Hand und man macht die Tür auf, oder? Man schnappt sich Sachen. Schönes Beispiel. Ich weiß zwar nicht, wieso wir keine eigenen Hände haben, aber okay. Passt schon. Use your grab back responsibility. Okay. What's the time, what's the time? What's the time? It's a playtime. Ah. Yay. Hold down to pull objects. It's playtime. Spring rüber, Kollege. Schön. Ah. Check die Flosse. Check die Flosse. Geht nicht. Hier braucht man zwei. Das heißt, wir können es nicht benutzen. Okay. Da ist der Schlüssel. Sehr schön. Gib mir den Schlüssel. Dankeschön. Und was hat er noch in der Hand? Nichts. Er hat nur seine Hände. Schlüssel, ah, hier. Du bleibst da. Du bleibst schön da. Du bleibst da? Ja, du bleibst da. Wir müssen offensichtlich hier das Strom benutzen. Sehr gut. Ja, und jetzt? Nein. Was? Was muss ich denn jetzt machen? Ah, wir müssen Strom verbinden. Ah. Alter, alles überall voller Blut. Was ist denn hier passiert? Okay. Gut. Strom angeschlossen. Strom angeschlossen. Strom ist wieder da. Sehr schön. Ah. Hier fehlt was. Hier fehlt etwas ganz Großes. Das Ding ist weggelaufen. Oh. Make a friend. Okay. Gesehen? Habt ihr die Hand auch gesehen? Muss ich
Muss ich da rein? Ich will. To hell. Oh, vielversprechend. Hello. Mein Gott. Hier gibt's offensichtlich etwas zu schauen, aber irgendwo eine Kassette? Hat jemand eine. Ist das eine Tür? Nein. Eine Kassette irgendwo vielleicht? Hm? Ich weiß nicht, wo die Kassette ist. Hat jemand eine Kassette gesehen? Nein, ich auch nicht. Okay. Was? Okay, ich weiß gerade nicht, was das ist, aber. Ah! Ach, man muss alle vier einsetzen, um wahrscheinlich etwas zu aktivieren, oder? Ja, bestimmt. Ich würde gerne die Kassette finden. Hat jemand die Kassette gesehen? Hier sind komische Geräusche. Also sowas wie Licht habe ich nicht. Wo finde ich die Kassette? Hä? Wie habe ich das denn geschafft? Okay, ich weiß nicht, wo die Kassette ist. Na gut, dann gehen wir weiter. Ist nicht so wichtig. Obwohl, ich würde es cool finden, wenn ich die Kassette finden würde. Kann ich hier. Ich kann hier nicht rüber. Okay, dann. Wir müssen runter. Dann ist die Kassette wahrscheinlich irgendwo hier. Hat jemand eine Kassette gesehen? Hallo? Eine Kassette vielleicht? Ich suche eine. Ah! Wir haben den grünen Button. Sehr schön. Grüner Button. Diese komischen Geräusche sind mir nicht so ganz vertraut. Armes Spielzeug. Was ist mit dir passiert? Kopf abgerissen, das ist passiert. Also uns fällt ja noch was. Uns fällt noch gelb, glaube ich, und. Hä? Wo ist denn das jetzt? Ja klar, es passiert nichts. Von nichts kommt nichts.
Ah! Gelb. Sehr schön. Und was nun? Kann ich die Tür aufmachen? Ja. Okay. Wir haben die Tür zum Glück hier verbarrikadiert. Das ist gut. Aber die Kassette habe ich nicht gefunden. Es ist auch aber stockfinster. Rot. Und grün. Ach, uns. Okay, gelb fällt noch, ne? Gelb. Gelb. Wir haben gelb gefunden. Sehr schön. Ich schaue, ob ich irgendwo die Kassette finde. Aber ich sehe sie nicht. Es ist auch so dunkel hier. Schade. Schade. Ich weiß nicht, wo die Kassette ist. Keine Ahnung, egal. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Oh. Jetzt. Schau mal her, schau mal her. Wir haben zwei Hände. Jetzt können wir hier passieren. Ist es ein bisschen mehr Beleuchtung da? Ja, gell? Kann man jetzt vielleicht die Kassette irgendwo sehen? Blöde Kassette. Ich habe keine Ahnung. Egal. Moment mal. Nein. Nein, leider keine Kassette. Okay, dann machen wir weiter. So. Links. Rechts. Wir dürfen weiter. Uiuiui. Und jetzt? Okay, hier. Hier können wir weiter durchkommen. Also wir haben hier das gleiche Schema. Wir müssen Strom verbinden. Also. Gut. Moment. Wir schnappen uns eine Hand von hier, zweite von hier, um den Strom zu verbinden. Und wir schalten ein. Und es geht weiter. Stockdunkel ist es. Scheiße. Wieso muss es so laut sein? Ach Gott, weg. Weg. Also, wo sind wir hier?
Nein, die Dinger sind außer Funktion. Wir haben keinen Strom. Was ist hier? Nobody lives without a toy. Das heißt, wir brauchen einen Toy. Okay. Dann lasst uns mal ein Toy holen. Ah, es gibt mal wieder was zu sehen. Okay. Da ist die Kassette. Dann, was gibt's zu sehen? So, Stella. What made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young. So, wir müssen wieder Strom verbinden. Able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience? It's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid. Ist egal. Braucht man nicht, interessiert uns nicht. Nächster Versuch. Blaue Hand ziehen. Okay. Dann. Nein, das funktioniert nicht. Okay, wir machen es jetzt anders. Und die Fabrik ist aktiv. Jetzt geht's weiter. Schauen wir mal. Strom ist an. Nun gut, wir haben jetzt Strom. Jetzt müssen wir es nur aktivieren. Und los geht's. Das hat mich schon ein bisschen erschreckt, muss ich zugeben. Okay. Okay. Sehr gut. So, nun werden wir jetzt wahrscheinlich ein Spielzeug erstellen. Da ist es, unser Spielzeug. Nobody lives without a toy. Ja. Okay. Okay. Was für ein Geräusch. Da ist. Ah, unser Kätzchen. Wir haben ein Spielzeug erstellt. Okay.
brauchen unser Spielzeug. Wir haben ein Kätzchen. So. Nobody lives without a toy. Also. Jetzt haben wir ein Toy. Geschlossen. Geschlossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, ach du Scheiße. Hier, 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 hier. Weg. Weg. Oh mein Gott. Was will das Viech von mir? Oh mein Gott, verdammte Scheiße. Weg. 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 Weg hier. Wohin? Verdammt. Es ist so verwirrend. Das Scheißdreck jagt mich. Weg. Omiji. Oh. Oh mein Gott, das Ding verbreitet Panik. Eine verdammte Schnitzeljagd. Alter. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Alter, hat mich das Ding erschreckt. Fuck. Oh, eine Kassette. Ich glaube, der konnte nicht mehr so viel sagen. No, stop, go back, turn around, run, no, danger, run. Wollen wir wirklich da rein? Oh, das hat schon so... Ja, diese Musik... Ich kann leise gehen, aber... Keine Überraschung?
Schränke sind nicht zum. Oh. Der Übergang von diesem schön beleuchteten Raum in diesen Raum. Ich mag das nicht. Muss ich das Ding... Muss ich es aufmachen oder befreien? Okay, dann... Wow. You opened my case. Ist das jetzt zu Ende? Ist das jetzt das Ende oder was? Hä? Es stand Chapter 1, aber... Okay. Das Spiel ist etwas kurz. Etwas kurz ist das Spiel, aber... Okay. Das war's, wir haben das Spiel beendet. Naja, okay, dann. Mei. Wenn es beendet ist, dann ist es beendet. Von mir aus. Okay. Na gut, Leute. Dann. Ja, es ist ein kurzes Spiel, es ist ein spannendes Spiel. Interessant, kann man sagen. Aber trotzdem kurz. Und man hat nur einmal mit dem Monster was zu tun. Okay, na gut. Danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ciao.